Schön, dass Sie bei uns sind in unserem Waldstudio auf OE24TV von 15 bis 17 Uhr, immer von Montag bis Freitag, jetzt bis zur Nationalratswahl. Wir führen Sie da genau hin und es gibt einen regelrechten Schlagabtausch bei uns im Studio. Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner war gerade dran mit Peter Pilz und ich habe jetzt Petra Steger von der FPÖ bei mir. Schönen Nachmittag, Frau Steger. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind Nummer 2 der FPÖ-Landesliste in Wien. Ja. Was sind denn Ihre Kernthemen, Frau Steger? Also wenn Sie mich als Frau fragen, würde ich sagen, als Thema Nummer 1 die Sicherheit, als Thema Nummer 2 wieder die Sicherheit und als Thema Nummer 3 auch die Sicherheit. Mhm. Ich finde, das ist das entscheidende Thema für Frauen in Wien besonders, auch in Österreich ganz, weil wir in den letzten Monaten und Jahren immer wieder und immer mehr von wirklichen abscheulichen Gewalttaten, Angriffen, sexuellen Übergriffen und Ähnliches lesen müssen, dass wir mittlerweile Zustände in Wien haben, wo man sich als Frau nicht mehr traut, nachts alleine auf die Straße zu gehen, wo mich viele Frauen ansprechen, die sagen, sie ziehen sich schon anders an, sie laufen mit dem Pfefferspray herum, gehen zu Selbstverteidigungskursen oder anderes und das alles sind erschreckende Zustände, die man so nicht hinnehmen kann und auch nicht kleinreden darf, was ja leider die ganze Zeit immer wieder passiert. Also Sie sind für die FPÖ Kernthemen quasi zuständig. Kann man das so sagen? Kernthemen, na, ich bin für Sicherheit, viele, Asylpolitik etc. Es ist kein spezielles Thema, für das ich zuständig bin. Also wenn Sie mich fragen, wofür ich im Parlament zuständig bin, dann bin ich natürlich Sport- und Jugendsprecherin. Das sind meine Lab-Themen sozusagen. Aber ich finde, das, was die Frauen besonders in Wien besonders bewegt, ist natürlich das Thema Sicherheit, weil das betrifft sie auch. Selbst ich habe schon einige unangenehme Situationen erlebt. Ich kenne viele Freundinnen, Frauen, die unangenehme Situationen bis gefährliche Situationen erlebt haben. Und das darf man nicht so einfach unter den Tisch kehren. Das muss mehr thematisiert werden und da muss dringend entgegengesteuert werden. Jetzt hat sich die Partei entschieden, Sie auf Listenplatz 2 zu setzen. Hinter hat sie Strache in Wien. Wird die Partei jetzt ein bisschen weiblicher? Die Partei war schon immer auch weiblich. Also wir haben viele hervorragende Frauen bei uns in der Partei. Ich kann nur sagen, als Beispiel zum Beispiel unsere jüngste Landesparteiobfrau Marlene Swasek in Salzburg, Dagmar Berlakovic, eine hervorragende Gesundheitssprecherin und eine gefürchtete Rednerin in Wien, zum Beispiel noch an Jesse Lindl und viele weitere. Allerdings freut es mich, dass jetzt immer mehr Frauen auch jetzt wie heute in den Vordergrund kommen und auch die Gelegenheit haben, natürlich auch Stellung zu beziehen. In der Vergangenheit wurde uns ja immer vorgeworfen, dass wir nur eine Ein-Mann-Partei sind, HC Strache. Dann kam der Bundespräsidentenwahlkampf, dann war es plötzlich, sie haben einen zweiten, einen Norbert Hofer. Und in Wirklichkeit hatten wir schon immer viele gute Leute und auch Frauen. Mit Ihnen bringt man ja eigentlich auch ein neues Gesicht, das kann man schon so sagen. Sie sind zwar Nationalrat, aber so breit der Öffentlichkeit bekannt waren Sie ja bisher noch nicht österreichweit. Ja, ich glaube schon. Also kandidiert habe ich 2013, da bin ich in den Nationalrat gekommen. Damals war natürlich die Aufmerksamkeit sehr groß als jüngste Kandidatin. Dazwischen habe ich mich der parlamentarischen Arbeit gewidmet und natürlich ist der Hauptfokus der Medien immer auf die ersten Leute. Aber es freut mich, dass ich jetzt auch hier heute eingeladen wurde. Darum dürften Sie ja gut gearbeitet haben, weil Sie eben jetzt auf Listenplatz 2 kommen. Ja, genau, so hoffe ich. Ja. Wir schauen uns kurz einen Wahlwerbespot der FPÖ an und zwar bringen die Freiheitlichen jetzt wieder die Hubers ins Rennen und das schauen wir uns jetzt an. Bitte schön. Neulich bei den Hubers. Rasi, da ist wer im Haus. Ich hab dir gesagt, du sollst zusperren. Jetzt tu was. Rasi? Wieso sind da überall Leute? Was weiß ich? Keine Ahnung. Palatschinken. Lecker. Yummy. Wer will noch Marmelade haben? Eins, zwei, drei. Ja, das liebe ich. Ich glaube, wir müssen einkaufen gehen. Und ich habe auch schon eine Einkaufsliste. Und du glaubst wirklich, dass wir uns das alles zusätzlich leisten können? Es tut mir leid, dass ich gestern nicht abgesperrt habe. Ich habe die Tür verschlossen, die ist jetzt zu, okay? Aber ich muss nur noch die Fenster zumachen. Aber ich verspreche dir, ich habe alles unter Kontrolle. Noch mehr Palatschinken? Wie lange wird es noch brauchen, bis Rot-Schwarz begreift, was die Österreicher längst wissen? Solange dieses unfaire Sozialsystem existiert, werden weiterhin Wirtschaftsflüchtlinge zu uns strömen. Egal, wie viele Routen sie angeblich noch schließen möchten. Wir sind pleite. Durchaus mit viel Humor zu sehen, auch dieser Wahlwerbespot, Frau Steger. Wie sehen Sie das? Warum setzt man da eher auf Humor denn auf Spitzenkandidaten? Ich finde das sehr gut, dass wir diese Art gewählt haben, weil, wie Sie sagen, wir setzen auf einer sehr
humorvollen Art und Weise machen wir auf eine wirklich tatsächliche Problematik aufmerksam, nämlich auf einen wesentlichen Punkt dieser Fairness-Krise, in der wir heute stecken. Also es sagt, dass man die Massenzuwanderung nur stoppen kann, wenn man das Anreizsystem stoppt, sag ich mal, aufhält. Wir haben ja gesehen, in Teil 1 wurde die Tür zugesperrt. Also vielleicht fange ich nochmal vorne an. Es ist praktisch, das Haus ist sowas wie Österreich, das ist natürlich. Und da reicht es nicht aus, wenn man nur die Tür zusperrt. Wenn man die Tür zusperrt, haben wir jetzt natürlich die Leute in Österreich, die natürlich viele Kosten verursachen. Und bei einer mittlerweile Staatsverschuldung von 293 Milliarden Euro, das sind, muss man sich vorstellen, 40.000 Euro pro Kopf für jeden Einzelnen von uns, muss man sich irgendwann überlegen, ob man sich das überhaupt noch leisten kann. Also ich sage immer, man muss sich entscheiden, ob man entweder ein ausgeprägtes Sozialsystem haben möchte oder unbegrenzte Zuwanderung. Und genau das zeigt in diesem Bild, man sieht die Leute, die dort sitzen, die essen, die sich gut gehen lassen, der Staat sozusagen, der Herr Huber, der alle versorgt und sich abstrampelt und tut und macht, spricht natürlich auch ein anderes Wesenselement an, dass man natürlich der Staat jetzt nicht alles nachtragen sollte, sondern dass natürlich auch Integration eine Bringschuld ist. Und wer nicht bereit ist, diese Integration zu bringen, soll auch das Land wieder verlassen. Also es spricht diese zwei Aspekte an. Einerseits natürlich, man kann es sich nicht leisten. Andererseits, weil deswegen geht ja am Schluss auch der Strom aus. Und andererseits natürlich, Integration ist das Bringschuld. Soll Österreich die Grenzen komplett dicht machen? Wie sieht da Ihre Meinung aus dazu? Naja, wurde schon oft gesagt, es geht in erster Linie darum natürlich, dass man die EU-Außengrenzen dicht macht, damit man halt nicht mehr diesen Strom durch alle EU-Länder nach Österreich hat. Und wenn die EU das nicht zustande bringt, muss Österreich die eigenen Grenzen schützen und sicherstellen, dass da eben keine unkontrollierte Zuwanderung in dem Ausmaß stattfindet. Was sagen Sie jetzt wieder zu den verstärkten Kontrollen, die der Innenminister jetzt wieder aufs Talon gebracht hat, eben in Kärnten zum Beispiel oder in Tirol? Heißen Sie das gut? Ja, natürlich. Also verstärkte Kontrollen sind immer zu begrüßen. Aber wie gesagt, bei der gesamten Problematik, Kontrollen, Grenzkontrollen ist nur ein Teil der Problematik. Was ist mit den Leuten, die jetzt schon hier sind? Was macht man da für Arbeit, Integrationsarbeit? Was ist mit denjenigen, die hier keinen Asylgrund mehr haben, die vielleicht straffällig werden? Wird man die wieder los? Da fehlt es natürlich auch an Abkommen mit anderen Ländern, dass man auch die wieder zurückführen kann. Da hat natürlich auch der Integrationsminister Kurz in den letzten Jahren auch als Außenminister vollkommen versagt und ist dem schuldig geblieben. Petra Steger von der FPÖ ist noch ein bisschen bei uns zu Gast. Sie bleiben noch sitzen. Wir schauen uns nämlich gleich noch etwas ganz anderes an, und zwar zum Thema Hass im Netz. Nach einer kurzen Unterbrechung bleiben Sie dran.
Petra Steger von der FPÖ ist noch bei uns zu Gast. Sie ist die Nummer 2 auf der Wiener Landesliste für diese Nationalratswahl. Frau Steger, widmen wir uns jetzt einer Kampagne, die Ihnen auch am Herzen liegt, und zwar Hass im Netz. Wenn Sie das kurz umreißen, um was geht es da genau? Ja, dabei handelt es sich um ein Video, wo einige unserer Funktionäre, Kandidaten für den Nationalrat, einfach Kommentare vorlesen, die sie selber betroffen, die sie selber erlebt haben. Mhm. Das ist jetzt eine Reihe von mehreren Videos. Das erste wurde jetzt schon gezeigt. Darin finden Sie wieder Norbert Hofer, bin ich selber drinnen, und Herbert Kickl, die solche Kommentare vorlesen. Und was es uns damit eigentlich ging, ist einfach auch teilweise die Doppelmoral aufzuzeigen, womit in diesem, wo da oft von Medien, aber von linker Seite oft gehandelt wird. Also ständig wird das Thema Hass im Netz thematisiert, was ja auch richtig ist, was gut ist, aber immer nur von wegen, der Hass geht von rechts aus, links ist man das arme Opfer und und. Und dabei wird vollkommen außer Acht gelassen, dass wir genauso damit betroffen sind, und zwar en masse. Also ich kann sagen, ich habe viele, viele dieser Hasskommentare gelesen und auch durchforstet, und das ist eine wirklich riesengroße Menge, die wir da haben. In der Vergangenheit haben wir das immer so gehandhabt, weil wir natürlich nicht wehleidig sein wollten und auch sagen wollten, ja, Politiker müssen einiges aushalten, das gehört ein bisschen dazu, dass wir es einfach ignoriert haben oder auch, wenn es wirklich ganz schlimm war, eben zur Anzeige gebracht haben und das nicht so thematisiert haben, im Gegensatz zu vielen Dingen, die wirklich, man hat ja teilweise den Eindruck, dass da richtige Taskforce eingesetzt wurden, um unsere Facebook-Seiten und anderes zu kontrollieren, um jedes einzelne Kommentar sofort rauszusuchen. Auch wenn wir wirklich versuchen, jedes Kommentar sofort zu löschen, was auffällt, oder auch selber anzuzeigen, kann es natürlich sein, dass öfters ein, zwei Minuten steht, aber in diesen ein, zwei Minuten wurde schon abfotografiert und steht dann auf irgendeiner Seite. Also wir wollten damit nur aufzeigen, dass das nicht eine einseitige Geschichte ist, sondern dass das auch von der anderen Seite aufkommt und dass man da nicht auf einem Auge blind sein darf. Wir schauen uns jetzt diesen Spot, von dem Sie gerade gesprochen haben, jetzt mal kurz an. Bitte schön. Ich habe auch das Gerede, man darf Hofer-Wähler nicht als Trottel bezeichnen, satt. Natürlich sind das Trottel. Rechtsextreme oder Trottel. Das schreibt Rudi Fussi. Blaune, blöde Sau. Ihr wurde das Nazi-Gen in die Wiege gelegt. Widerliches braunes Drecksgesindel, versiffte, koksende Blauwappler. Ein gewisser Ad Vozem postet im Standard: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass dem Kickl in seiner Funktion schon längst ein Phaeton zusteht. Zur Erklärung, der Phaeton, das war jenes Auto, in dem Dr. Jörg Haider im Jahr 2008 zu Tode gekommen ist. Natürlich sind das unfassbare Aussagen und unfassbare Kommentare, die da vorgelesen worden sind. Aber ich glaube, links und rechts schenkt sich da generell nicht wirklich was, oder? Ja, aber genau darum geht es. Hass im Netz kommt überall vor. Doch bis jetzt wurde es immer, es scheint oft so, oft nur vor Wahlkämpfen instrumentalisiert, um irgendeine Geschichte gegen uns zu machen. Sondern der Hass im Netz geht nur von rechts aus. Und genau das wollten wir damit aufzeigen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass man eben nicht auf einem Auge blind sein soll, sondern dass es auch auf der anderen Seite vorkommt, dass genauso zu verurteilen ist. Wie sehen Sie da das Ausmaß des Strafrahmens? Sollte das erhöht werden auf solche Hasspostings im Netz? Sollte das stärker kontrolliert werden? Oder was ist da Ihre Meinung dazu? Also ich finde, dass in erster Linie sollte mal, wie wir es da machen, einfach die Aufmerksamkeit natürlich auch nochmal darauf gelenkt werden, dass so etwas stattfindet. Man soll natürlich nicht zu, in der Demokratie, da gibt es noch immer die Meinungsfreiheit, man darf auch nicht zu kleinlich sein, aber es gehört natürlich auch zur Anzeige gebracht und auch dementsprechend bestraft, wenn es wirklich arg wird. Und ich sage da, ich habe einen Kommentar vorgelesen, wo mir unterstellt wird, dass mir das Nazi-Gen in die Wiege gelegt wird, abseits von den sonstigen wirklich, wirklich, sage ich mal, primitiven Beschimpfungen. Ich finde, und das erlebe ich wirklich bei allen Kommentaren, die ich gesichtet habe, dass dieser Vorwurf extrem oft vorkommt, und ich finde es wirklich erschreckend, weil was gibt es Schlimmeres, als Nazi beschimpft zu werden? Es gibt nichts Schlimmeres. Und noch dazu, wenn man bedenkt, mein Großvater war in Mauthausen, meine Urgroßeltern sind in Theresienstadt umgebracht worden, weil sie jung waren. Und ich finde es dann einfach nur letztklassig, wenn man sich dann mit solchen Kommentaren auch noch auseinandersetzen muss. Natürlich unfassbar, so etwas zu instrumentalisieren, das ist ja ganz klar. Gestern war die große Wahlshow im Rathaus von der FPÖ. Waren Sie dabei? Ja, ich war natürlich dabei, ja, und ich habe auch geredet. Ja.
Wie fanden Sie die Stimmung so generell und wie finden Sie den Wahlkampf, wie er generell bei der FPÖ derzeit in die Gänge kommt? Also der Wahlkampf läuft gut. Wir haben ja das ja nicht wie die anderen Parteien gemacht, die schon vor Monaten angefangen haben, sondern wir sind ja erst jetzt in den Wahlkampf gestartet. Viele haben gesagt, Sie haben so ein bisschen verschlafen. Naja, das war halt dann der Vorwurf. Ja. Hätten wir zu früh angefangen, wäre da wieder ein Vorwurf gekommen, dass wir zu früh anfangen. Nein, das war schon so geplant, ja, besonders auch, weil wir uns daran halten, weil wir gesagt haben, wir wollen die Leute, die Bevölkerung auch nicht, sagen wir mal, übersättigen mit Wahlkampf. Ja. Es ist ja noch genug Zeit. Wir sind jetzt in den Wahlkampf gestartet. Die Ausgangslage mit 24% ist eine sehr, sehr gute. Und der Wahlkampf ist noch lang. Und wenn sich dann auch viele Konfrontationen ergeben, wo sich dann auch ein Kurz nicht mehr versteckt, sondern sich endlich stellt, dann wird man auch die Unterschiede zwischen den Parteien auch wirklich gut herausarbeiten können. Gehen wir mal auf diese Unterschiede. Wir haben vorher schon über das Asyl- und Ausländerthema gesprochen. Welche Themen sind Ihnen denn noch ein besonderes Anliegen? Oder was glauben Sie, wäre ganz wichtig, dass im Wahlkampf noch hervorkommt? Also natürlich ist eines der Hauptthemen immer die Fairness-Krise, in der wir heute stecken. Das fängt an, also aus unserem wirtschaftlichen Aspekt. Wir haben ja vor kurzem unser Wirtschaftsprogramm präsentiert, wo es geht um ein unfaires System gegenüber den Arbeitnehmern, aber auch gegenüber den Unternehmen, dass sich die Arbeitnehmer zu wenig Lohn haben, Lohn, mit dem sie nicht mehr leben können, also kein Einkommen zum Auskommen mehr haben, Unternehmer, die große Bürokratiehürden haben und vieles weiter. Und ein wirklich faires System besteht eben nur, wenn man eben den Unternehmern, aber auch den Arbeitnehmern eben ein System schafft, ohne viel Bürokratie, Abbau der Verwaltung und Erleichterung der Schaffung von, also Gründung von Unternehmen und vieles weitere. Da gibt es viel zu tun. Aber ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich immer, und das betrifft eigentlich alle Themen dann, direkte Demokratie. Weil mit diesem Schlüssel, der sperrt viele Schlösser. Weil wenn wir ein wirklich gut ausgeprägtes, direkt demokratisches System nach Schweizer Vorbild hätten, dann hätte die Bevölkerung auch in den vergangenen Jahren bei all diesen katastrophalen Entwicklungen, wie der Massenzuwanderung 2015, wie auch wirtschaftlich, was ich gerade gesagt habe, hätte sie schon längst die Reißleine ziehen können und sagen, stopp, halt, das wollen wir nicht. Auch Thema Sicherheit, da können wir auch da wieder zurückkommen. Auch da hätten sie die Reißleine ziehen können und auch dagegen steuern, wenn die Regierung untätig bleibt. Auf jeden Fall wird dieser Wahlkampf sehr, sehr spannend. Der dauert ja noch bis zum 15. Oktober. Frau Steger, ich sage danke fürs Vorbeikommen. Und wir widmen uns jetzt der HC Strache. Der hat gestern eine Brandrede gehalten im Wiener Rathaus bei der großen FPÖ-Wahlparty. Und wir haben ihn danach auch zum Interview getroffen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Bitte schön.